Tatsächlich ist es so, dass die Professoren herausgefunden haben, wenn wir die Lösung haben wollen, müssen wir erst mal verstehen, was passiert ist. Wo wir vom Gleis gekommen sind als Menschheit. Ja? Jetzt so meine Frage, Sie müssen die nicht beantworten, sondern ich kann die in Ruckzuck beantworten. Wissen Sie was, also Wissenschaftler glauben ja manche Dinge. Glauben Sie an den Urknall? Ja. Warum glauben wir das? Ich glaube es auch. Ja, ich glaube auch an den Urknall. Aber gute Wissenschaftler müssen sich immer fragen, könnte es nicht sein, dass irgendjemand ein Interesse daran hat, Raumfahrt, Tourismus zu verkaufen und mir deswegen vom Schwarzen Loch zum Beispiel erzählt, um dann vielleicht sogar eine Nachfrage zu generieren. Also wir müssen immer wachsam sein, ob nicht irgendeine Interessenslage dazu führen könnte, dass uns jemand einen Bären aufbindet. Denn ich kann ja nicht nachprüfen, dass der Urknall war. Ich habe den Urknall nicht gesehen. Also es ist wohl bewiesen, dass in der Milchstraße in der Mitte einer jeder Galaxis sich ein schwarzes Loch befindet. Ja, aber haben Sie das selbst bewiesen? Ich habe es nicht bewiesen. Nein, ich gucke mir wissenschaftliche Sendungen an und naja, ich kann... Aber das reicht auch schon, denn ich glaube ja auch das Gleiche wie Sie. Nur, mir muss sich erst mal bewusst sein, dass wir auch vieles glauben. Ja? Und ich glaube, wissen Sie die Zahlen? Entstehung des Universums, Entstehung unserer Milchstraße, Entstehung unseres Sonnensystems, Entstehung des Lebens auf der Erde. Wissen Sie da Zahlen? Wenn nicht, gebe ich sie Ihnen kurz. Ich kann die jetzt nicht ganz konkret sagen, aber... Ich sage es Ihnen kurz. 13,8 Milliarden Jahre Urknall, ungefähr 10 Milliarden Jahre Entstehung unserer Galaxie, ungefähr 5 Milliarden Jahre Entstehung unseres Sonnensystems und ungefähr 4 bis 3 Milliarden Jahre Entstehung der DNS-Vorläufer auf der Erde. Also sonst, jetzt sind wir in der Evolution des Lebendigen, ruckzuck. Aber das glauben Sie irgendwo auch. Ja. Und ich glaube auch, dass es die Wahrheit ist. Ich hoffe, dass man uns da keinen Bären aufgebunden hat. Ja. Aber so kritisch sind halt Wissenschaftler, die glauben erstmal gar nichts, ja, wenn sie sehr gut sind. Die anderen glauben vieles, aber die sehr Guten glauben erstmal gar nichts. Ne? So, was ist ungefähr vor 25, wenn wir jetzt einen Riesensprung machen, 3000 mal 1 Million Jahre Evolution des Lebendigen, was ist vor 65 Millionen Jahren passiert, müssen Sie nicht wissen? Sind die Dinosaurier ausgestorben. Richtig, sehr gut. Und was entstand dann? Was kam? Die Eiszeit. Nein, danach kam erst einmal der Aufstieg der Säugetiere, also unsere Vorläufer, Nagetiere, aus dem dann Affenähnliche wurden und dann von den Bäumen runter und so weiter. Haben Sie zufällig mal gehört, was vor 4 Millionen Jahren wäre? Jetzt müssen Sie auch nicht wissen, aber ich will nur Ihnen auch klar machen, wie wenig wir eigentlich wissen über die Evolution des Menschen. Ja? Haben Sie irgendwie eine Ahnung, was ungefähr vor 4 Millionen Jahren passiert sein könnte? Die ersten Landgänger? Vor 4 Millionen Jahren. Da sind wir ja schon bei den Menschenähnlichen. Also die Menschenähnlichen, da spricht man so seit etwa 8 Millionen Jahren von. Ja? Also Menschenähnliche. Und Menschen im engeren Sinne sind dann etwa von Menschen im engeren Sinne sprechen wir genau seit 2,5 Millionen Jahren. Und was ist aber vor 4 Millionen Jahren passiert, auf dem Weg zum Menschen im engeren Sinne? Genau, können Sie nicht wissen, wenn Sie nicht Spitzenwissenschaft machen, weiß man das nicht. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie wenig wir oft in der Ausbildung lernen, auch in der Schule lernen leider. Dort wurden nämlich unsere Eckzähne kleiner. Kennen Sie Gorillas mit diesen riesen Eckzähnen? Für was braucht der Gorilla die Eckzähne? Frisst der Gorilla jemals auch nur ein Stück Fleisch in seinem Leben? Das kann ich nicht sagen. Reiner Pflanzenfresser. Ja? Okay. Also der jagt auch nicht, ja? Aber wozu braucht der trotzdem die Eckzähne? Eigentlich vom Säbelzahntiger? Ja, der Säbelzahntiger ist wieder ein anderes Kaliber, ja? Der hat ja. Aber denken Sie mal an die Gorillazähne. Wozu braucht der die wahrscheinlich, wenn er also kein Fleisch frisst? Wozu haben auch vor allem... wozu hat dieses Männchen so riesige, wozu hat der Hirsch sein Geweih? Wozu hat er? Damit er sich halt in der Evolution, damit er sich halt behaupten kann, ne? Vor seinen Mitartgenossen. Also quasi der Gorilla kämpft im Prinzip drohungsmäßig um Frauen. Also die Männer kämpfen um die Frauen mit ihren Waffen, die drohen sie an. Und wenn jetzt aber bei uns Menschen vor 4 Millionen Jahren die Zähne verschwunden sind, für was spricht das?
Ich darf Ihnen dazu sagen, die Technik, Waffen wurden erst vor 2,5 Millionen Jahren erfunden. Dass wir heute nicht mehr um das andere Geschlecht kämpfen müssen? Ja. Dass wir damals vielleicht genetisch so konstruiert wurden, dass wir in Gruppen lebten, in denen wir keinen Rivalenkampf mehr durchführten, weil ein anderes Modell sich evoluiert hat. Es fehlen andere evolutionäre Merkmale, ne, die den Menschen halt vorangebracht haben. Ich kann Ihnen auch genau sagen, was das war. Das Schenken, haben Sie das Wort Schenkergesellschaft? Kennt man doch so als Thema, gell? Ja. Und zwar müssen wir davon ausgehen, dass das ähnlich wie bei den Bonobos, Bonobo-Forschung? Ja, richtig. Ja. Ja. Ähnlich wie bei den Bonobos, die Männer alles den Frauen und Kindern geschenkt haben, dadurch geschätzt wurden, anerkannt wurden von den Frauen und Kindern und beliebt waren und dadurch sich statistisch die Wahrscheinlichkeit vergrößerte, dass der größte Schenker der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe wurde. Können Sie, das ist quasi statt dem Rivalenkampf gekommen. Bei den Bonobos regieren auch die Weibchen. Ja, da man spricht von, Professor Franz de Waal spricht von Bonobos als den matriarchalen Hippie-Affen, die Make Love, Not War praktizieren. Und das sagt ein Professor. Ganz anders wie die benachbarten Brüllaffen, die sich dann doch anders verhalten. Ja. Ja. Ganz anders als die gemeinen Schimpansen, wo es richtig mal Mord und Totschlag gibt, ja, und so weiter. Also ganz anders eigentlich als die. Und mittlerweile müssen wir davon ausgehen, und jetzt sind wir schon bei 400.000 Jahren, dass wir also vor 400.000 Jahren als später Homo erectus gelebt haben in solchen Gruppen, die so vielleicht so ähnlich waren wie Bonobo-Gruppen, aber noch sozialer, noch kooperativer, noch liebevoller, noch friedlicher, weil wir eben keinen Rivalenkampf mehr kannten und auch tatsächlich keinen Krieg kannten. Denn, jetzt Grundgedanke, wie verhindern Sie in der Evolution Inzest? Wo gehen die Kinder hin, wenn sie in einer Gruppe leben von 100 Individuen? Wo gehen die Kinder hin, damit es keinen Inzest geht? Und wer geht? Suchen sich ein neues Revier, die Männchen zuerst. Aber gehen die Männchen weg bei uns Menschen oder gehen die Frauen weg? Denken Sie mal selbst nach, kennen Sie das Wort Muttersöhnchen, Muttertöchterchen? Natürlich, da geht eher die Frau weg. Ne? Ja. Uns gehen die Männchen, heute noch gehen die Mädchen früh schon raus irgendwie so und suchen Kontakt zu Jungs und so weiter. Und die Jungs, die kleben noch bei Mama. Ja, auch nicht immer, aber ja. Nicht immer, aber so tendenziell. Und das zeigt, dass wir genau wissen in der Evolution, also die Mädchen sind in die Nachbargruppe gegangen. Die könnten ja, als soziale Lebewesen kann kein Mädchen eine Gruppe begründen. Ja, es kann nicht alleine eine Gruppe begründen. Ja, richtig. Mhm. Sondern die gehen in die Nachbargruppen, die schon existieren und haben dann ein sehr liebevolles Verhältnis zu den Frauen und den Männern dann in der Gruppe und so weiter. Das heißt, also wir sehen da so eine Art urkommunistische Szene fast schon, ohne dass wir jetzt, als Wissenschaftler darf man natürlich eigentlich nicht sagen urkommunistisch, aber es war eine sehr soziale, kooperative, friedfertige und auch eben zu den Nachbargruppen eher, wenn die sich trafen, eher in freundschaftlichen Kontakten als in kriegerischen Kontakten. Das ist sehr wichtig, denn wir müssen uns ja am Ende die Frage stellen, woher kommt denn jetzt plötzlich wieder Krieg und woher kommt Eifersucht und woher kommt Gegeneinander und woher kommt der gesamte Kapitalismus? Ja, ja. Ja, das leuchtet ein. Und jetzt wollen wir das ja mal ganz schnell beantworten. Wir wollen ja in Riesenschritten weitergehen. Was ist der... Vor 400.000 Jahren wurde nämlich der Tauschhandel erfunden. Ja, dann mache ich es jetzt mal ganz schnell. Dann kürze ich jetzt radikal ab, ja, Sie müssen nachher weg. Der Tauschhandel wurde erfunden. Plötzlich kam ein Konflikt ins Spiel. Ich, als Händler ist mir die Gesundheit und der Frieden in der Gruppe gar nicht wichtig. Ich will in erster Linie Steinäxte verkaufen und Vorläufer von Süßigkeiten. Ob die Kinder dann kranke Zähne kriegen, ist mir fast völlig unwichtig. Dieser Konflikt ist der Grundkonflikt des Kapitalismus. Gewinne, Gewinne. Gewinne auf Kosten anderer Menschen. Wenn ich die anderen in einen Krieg treibe, dann ist das auf Kosten anderer Menschen. Leuchtet das ein, dass da schon der Anfang des Übels war? Und dadurch fing es jetzt an, dass die Händler die Leute in den Krieg hinein manipulierten. Das hat lange gedauert, bis dann die ersten Kriege zustande kamen. Aber also quasi Gewaltbereitschaft war ein gewünschtes Wirtschaftsziel. Sexuelle Eifersucht war ein gewünschtes Wirtschaftsziel, denn wenn sich Leute kloppen, werden sie einsamer und konsumieren mehr beruhigende Konsumgüter. Also so entstand alles Übel. Ja, richtig.
Wir rekredierten quasi, also auf frühere Evolutionsstufen, nämlich wieder Gewalt unter den Menschen, Eifersucht unter den Menschen, Rivalenkämpfe und so weiter. Also alles kam wieder neu. Aber nicht genetisch, sondern mimetisch, also manipulativ über Gedankensysteme. Wir sagen heute in der Forschung, die Schlüsselfrage ist, ist Eifersucht genetisch oder mimetisch? Und wir glauben, dass sie manipulativ erzeugt ist. Was haben Sie für so ein Gefühl? Ja, richtig. Wir werden ja so täglich manipuliert. Im Gedankensystem. Man sieht das beim Volk der Mose-Ud, als da der Fernseher kommt und der ständig eifersüchtige Geschichten erzählt, fangen die Kinder plötzlich erstmals im Leben an, eifersüchtig zu argumentieren. Also ganz kurz, weil Sie haben nur wenige Minuten. Das heißt, daraus evoluierte sich das ganze Problem und die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen dem Arzt, dem Lebensmittelhändler dann am meisten Geld geben, wenn es mir besser geht. Damit er nicht dieses Interesse an meinem Leiden und meinem Unglück als Kaufsgrund, Konsumgrund verliert. Das heißt, mein Lebensmittelhändler, mein Arzt, alle müssen sie mehr Geld kriegen, wenn ich gesünder mich entwickle, messbar, meine Gesundheitsdaten besser werden und tatsächlich meine Wohlfühlnoten, die ich in Zukunft bei jeder Wahl abgebe, immer besser werden. Also Konzernziel werden glückliche, gesunde Menschen. Und für glückliche und gesunde Menschen wird auch Konzernziel, die Umwelt zu schützen. Dadurch schmelzen wir den bösen Kapitalismus weg zu einem sinnvollen menschlichen System. Und wenn wir das Gesundheitssystem runterschrumpfen auf Prävention, dann werden wir jedes Jahr 70 Milliarden, schätzt der Arzt Christian Zimmermann, einsparen. Von denen können wir vielleicht 50 Milliarden jedes Jahr ins Klima schicken. Und dann haben wir jedes Jahr 5 Kohlekraftwerke, die wir stilllegen können. Und schon schaffen wir auch den Klimawandel. Das sagen die Professoren, das ist die Lösung. Das Tragische ist, dass immer noch nicht die Fridays for Future über so ein zugegebenermaßen kompliziertes Gesamtmodell vielleicht zu denkfaul sind, darüber nachzudenken. Aus irgendeinem Grunde passiert es noch nicht. Denn wenn jetzt Greta abschließend, dann sagen Sie noch mal was dazu. Greta nämlich hier jetzt stände und sagen würde, wir sollten über das dritte System, Gesellschaftssystem der zweiten Scientists for Future weltweit in jeder Talkshow diskutieren, dann hätten wir es nämlich. Weil da gibt es keine Widerstände. Denn das muss ich, aber, oder wo sehen Sie Probleme? Ich sehe Probleme in der Wirtschaft. Die Politik, die hängt ja ganz nah mit der Industrie und der Wirtschaft zusammen. Und die wird auch da tatkräftig immer unterstützt. Ne? Die haben immer recht, die kriegen... Die könnten dagegen sein. Aber jetzt sage ich Ihnen das Zauberwort. Stellen sich die Pharma... Mit Arbeitsplätzen und so weiter. Ja, oder die Pharmaindustrie würde sagen, da bricht uns ja ein Teil unseres Gewinns weg. Wenn die Leute weniger Tabletten in Deutschland brauchen, weniger Krebsmedikamente, dann verlieren wir etwas Geld. Und jetzt kommt das entscheidende Argument. Von den Geldern, die wir einsparen, sagen wir den Großaktionären der deutschen Pharmakonzerne, wir halten eure Dividenden von Staats wegen konstant, sodass ihr nicht verliert, damit ihr alle auch diesen guten Transformationsweg unterstützen könnt und nicht dagegen seid. Denn die sind stärker als wir. Die mit ihren Lobbyisten, gegen die haben wir keine Chance. Ja? Und ihren Killern möglicherweise, wissen wir es ja nicht. Aber auf jeden Fall... Leuchtet das ein, dass wenn man die mitnimmt, dass die doch auch Menschen sind und doch auch wollen, dass ihre Kinder nicht von einem pathologischen Medizinsystem eher krank gemacht werden, sondern dass präventiv die Gesundheit gefördert werden soll? Leuchtet das ein? Natürlich. Wenn dieser Evolutionsprozess aufhört, dass der Kapitalismus die Menschen unglücklicher manipuliert, damit sie mehr kaufen, das ist nämlich das große Forschungsergebnis. Unbewusst laufen da Evolutionsprozesse, die Menschen werden manipuliert zum Unglück und aus dem Unglück werden sie konsumsüchtig. Ja? Wenn ich frustet bin, dann kaufe ich mir eine Reise nach Mallorca und sauf mir die Hucke zu. Aber entscheidend ist, dass ich hier frustriert bin. Und leuchtet es ein, dass dieses dritte System uns einen Riesensprung nach vorne bringen würde und sogar die Klimaziele finanzieren könnte? Ja, nach Ihrer Beschreibung auf jeden Fall.